In der letzten Folge Herzklopfen bei Kreuzfahrtdirektor Mirko Scheffe. Diese Strecke ist komplett neu für mich und für mich natürlich eine Herausforderung. Und auch bei Flussschiff Urgestein Kapitän Dominik Kunz regt sich Lampenfieber bei seinem Duro-Debüt. Ein bisschen kribbeln, das gehört dazu. Aber genauso wie er sind zwei mehr verrückte Hochseeköche voller Vorfreude auf ihre Flusspremiere. Immer wo der Fritz ist, gibt's irgendwo was Neues. Und während Alexandra und Alex beim Bridge Climbing hoch über dem Duro aus dem Häuschen sind. Wow, guck dir das echt an. Echt super. Ich hab's mir echt nicht so vorgestellt. Der Ausblick ist einfach klasse. Wünscht sich Bernd am Ufer des Duro heimlich nach Hause zurück. Wir haben kein Bier. Gibt's ja nicht, oder? Nein, lass mich kaputt da drin. Kein Bier. Ach, jetzt habe ich. Tag 2 in Porto. Hochseeküchenchef Fritz Pichler möchte Hotelmanager Rudi van der Meulen den größten Fischmarkt Portugals zeigen. Der Niederländer freut sich auf den Besuch mit einem echten Fischkenner. Hier in Portugal bin ich sehr, sehr gespannt, was es alles hier so gibt. Ich kenne natürlich die holländische Märkte und ich war schon öfter auf deutsche Märkte. Aber hier in Portugal war ich noch nie. Und hier so eine große Hafenstadt, wo ein großer Fischmarkt gibt, dann werde ich mal ganz gut anschauen. Und es ist natürlich schön, also ich kann mir die Produkte direkt selber am Stand aussuchen. Ich sage, ich möchte das haben und genau das bekomme ich auch. Gehen wir mal versuchen. Das versuchen wir nicht, das machen wir. Das machen wir. Ja. 10 Kilometer nordwestlich von Porto liegt das Eldorado für Fischliebhaber. Die Vielfalt an Meerestieren aus dem Atlantik ist sogar für Profis wie den österreichischen Küchenchef überwältigend. Weil hier sind wir richtig. Hola. Oh, oh. Bon dia. Die immense Auswahl ist Inspiration und Anschauungsunterricht zugleich. Wollen wir mal ein bisschen Warenkunde machen, wir beide? Was haben wir hier? Fisch. Ja. Das sind Roggen. Ja, es ist alles sauber hier am Stand, das ist ganz wichtig. Ah, oh, der ist super, ja. Dann sieht man ja hier dann alleine schon den ganzen Schleim hier, ja. Und wenn man so drüber fährt, also der ist topfrisch. Dann hier bei den Zungen sieht man ganz schön, also die haben noch die Starre drinnen, die Totenstarre, ja. Also die, wenn man den jetzt so nimmt, abzieht, Und direkt in die Pfanne schmeißt, also der springt noch. Ja, also ist gefährlich auch, ja, haben sich schon viele verbrannt. Kann man den ganzen machen. Auch der Holländer aus der Käsestadt Gouda ist überwältigt. Wenn man nur Matjeshering gewöhnt ist, ist das hier natürlich eine total andere Erfahrung. Ich liebe Fisch, ich mag Fisch sehr, aber ich habe so etwas noch nicht gesehen. Ja, es ist schwer für mich jetzt, mich zu entscheiden, was ich nehmen soll. Ja, ich werde nicht mehr wie ein, zwei Produkte kaufen. Da war schön, aber zum Beispiel wie Lude Meer hier. Ja. Dann könnte man zum Beispiel im Ganzen braten, ja, und dann am Buffet eben dann portionieren vor den Gästen. Fritz Pichler sieht den Fisch schon vor seinem kulinarischen Auge. Die Passagiere können sich also auf eine portugiesische Spezialität freuen. Auch Cecilia und Bernd Hochstetter wollen etwas typisch Portugiesisches kennenlernen. Die sogenannten Azulejos. Und dann wollen wir so eine Kachel anschauen und wir treffen da zwei Frauen. Und die erzählen uns dann die Geschichte, von wo das herkommt, warum über jede Fassade hat Kachel dann. Und lasst uns überraschen, was. Ja, diese Kacheln, die prägen hier das Stadtbild so ein bisschen in Porto. Der Bahnhof ist ja ganz bekannt, aber man versteht gar nicht, was so dahinter steckt. Ursprünglich stammen die bemalten Keramikkacheln aus Persien. Dort waren sie bereits im 8. Jahrhundert zu finden. Alba und Marisa wissen alles über die Hausverzierungen und erwarten das Ehepaar bereits. Hallo! Hallo! Hi. Hallo! I'm Cecilia. Hallo! Gemeinsam geht es in die engen Gassen von Portos Altstadt. Die Kacheln prägen das Stadtbild beinahe an jeder Ecke. First one was protection because they protect the houses very well against humidity and rain. Man kann es sicherlich bei uns in Deutschland mit Schiefer vergleichen, wie wir früher die Häuser verkleidet haben. So einen Effekt hat es hier wohl auch gegen die Witterung, gegen Feuchtigkeit, hat sie uns erklärt, dass es auch als Schutz gedient hat, aber natürlich auch um den Reichtum zu zeigen. Ab dem 19. Jahrhundert wurden die edlen Kacheln großflächig eingesetzt und machten besonders Porto berühmt. Wenn man dann erstmal im Thema ist,
und weiß, dass es das in Porto gibt, guckt man sich natürlich jede Häuserfassade an. Jede ist anders. Man ist immer wieder überrascht von den Farben und von der Unterschiedlichkeit. Also ist schon toll, ne? Ja, ist total schön. Die blauen Häuser scheinen wie aus einer anderen Welt. In die wollen auch Jungköchin Steffi und Hotelpraktikantin Alina eintauchen. Aber nicht in die Welt der Architektur, sondern in die Welt der Zauberei. Porto gilt als Wiege der berühmten Fantasy-Buchreihe um Harry Potter. Alina und ich begeben uns jetzt in Porto auf die Spuren von Harry Potter, weil J.K. Rowling hier sich auch ein bisschen Inspiration gesucht hat. Und es ist echt ganz lustig, wir sind ja auch so eng auf Kabine und da kommt man echt so ein bisschen ins Quatschen. Und sie hat dann auch schon gesagt, wow, Harry Potter, das fand ich früher als Kind halt mega gut. Und bei mir war es auch so, also wir haben irgendwie die Bücher verschlungen. Die DVD-Box hatte ich sogar dann zweimal zu Hause, weil einmal nicht gereicht hat. Und die Mama ist auch schon immer, sobald das Buch rauskommen ist, durfte die vor der Bibliothek stehen und das dann holen, wenn ich in die Schule musste oder so. Und dann ging es auch sofort dann nach der Schule los mit Lesen. Jetzt haben Sie die Gelegenheit zu sehen, wo alles begann. Schlag 9 sind die Harry Potter-Fans auf dem Weg zum Majestic Café. Hier hat J.K. Rowling Anfang der 90er Jahre die ersten Kapitel verfasst. So, da geht's rein. Boah, ich bin echt gespannt. Ja, gell? Es ist sehr vielversprechend auf jeden Fall. Das Jugendstil-Café diente der damaligen Englischlehrerin als Büro und Inspirationsquelle. 2 Jahre lebte J.K. Rowling in Porto und schuf hier die ersten Ideen über eine Zauberwelt, die unerkannt von den Menschen existiert. Die erste Auflage von Harry Potter hatte 1997 gerade 500 Exemplare. Heute ist die Autorin mit über 500 Millionen verkauften Büchern eine der reichsten und bekanntesten Frauen Englands. Für Steffi und Alina ein magischer Ort mit magischen Puddingtörtchen. Sehr gut. Lecker, ne? Also, dass J.K. Rowling hier ihre ersten Ideen zu Harry Potter hatte, kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Sie hat hier in diesem Café die ersten Ideen irgendwie auf eine Serviette gekritzelt. Und dass es dann in so vielen Büchern und so vielen Fans endet, konnte sie sich, glaube ich, damals auch noch nicht so vorstellen. Das Majestic Café ist die erste Station auf den Spuren von J.K. Rowling. Porto hat für echte Potter-Fans aber noch mehr Überraschungen zu bieten. Auf dem Fischmarkt ist indessen eine Entscheidung gefallen. Okay, schlagen wir zu. Machen wir. Gut, wir haben für 130 Leute, müssen wir kalkulieren. Aber die Fischexperten sprechen kein Portugiesisch. 15. Ja, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen mit Schreiben und Handzeichen und wie auch immer, aber das kriegen wir immer hin, das ist kein Problem. Ja. Der Flottenküchenchef kauft 15 Wolfsbarsche. Gehen Sie. Gehen Sie. Ja, geht doch. Das zaubert der Fischverkäuferin ein Lächeln ins Gesicht. Auch Fritz Pichler freut sich auf den frischen Wolfsbarsch. Das ist natürlich auch der Vorteil am Flusssetz, wo wir weniger Gäste haben, weil da kann ich direkt am Markt einkaufen. Ja, wenn ich hier kommen würde von den großen Schiffen, ja, das ist ja. Da brauche ich gar nicht anfangen, da müsste ich alle Stände leer kaufen. Ja, und so hier mit 10, 15 Stück plus der Pulpo, das ist perfekt. Auch 2 große Tintenfische gehen mit auf das Riverboat. Die frische Ware wird direkt vor Ort ausgenommen und verkaufsfertig gemacht. Nicht nur die heimischen Händler sind zufrieden über so eine Gelegenheit. Für mich ganz wichtig, dass ich die im Ganzen kaufe, ja, und dann im Ganzen zubereite, weil dann kann sich der Gast darunter was vorstellen, was das für ein Fisch ist, ja, und wie groß die sind. Und natürlich dann auch vom Geschmack her ein bisschen Kräuter, Knoblauch, Meersalz, Zitrone, mehr braucht man nicht dazu. Ja. Ab in den Ofen, dann wird das eine leckere Sache werden. Ein erfolgreicher Ausflug auf den Fischmarkt. Auch für Hotelmanager Rudi. Ja, ein schöner Markt. Ja. Absolut, absolut. Sehr gepflegt. Schöne, schöne Auswahl. Nach einem letzten Blick auf die Hochseeleckereien lässt sich Fritz Pichler die Ware zum Riverboat transportieren. Chefposten haben manchmal auch ihre Vorteile. In Porto werden Cecilia und Bernd im Atelier von Marisa und Alba in die Kunst der Kachelmalerei eingeführt. Mix it very well and then slowly
Jede einzelne Assolejo hat ihre eigene Schablone. Das klingt für den Polizeibeamten aus Hessen relativ einfach. Für jede Farbe eine eigene Schablone. Das kann ja jetzt so schwer sein, das müssen wir eigentlich hinkriegen, oder? Motivation genug, selbst künstlerisch tätig zu werden. Bernd zumindest kachelt drauf los. Im Moment hört sich's relativ einfach an, so ein bisschen wie Malen nach Zahlen. Also 16.000 wollte ich jetzt davon keinem machen, aber eines sollte man eigentlich hinkriegen. Ja, klar, oder? Das ist, macht mir auf jeden Fall. Nein, das sieht ja alles so ein bisschen sehr extravagant aus mit diesem Muster und so, aber mit der Schablone, dann da denke ich, dass wir das auch hinbekommen. Das schaffen wir. Okay, so we have here many, many stencils or templates, so you can choose your favorite. Okay. Yeah. This one I like. Ich werde mir jetzt was Zweifarbiges raussuchen. Ja, Blätterduma. Das ist gleich. Das war gleich. Ich würde das nehmen. Also bei Cecilia ist es jetzt gerade so wie im Kleidergeschäft. Die sucht jetzt alle Blätter durch und zum Schluss findet sie nichts. Also soll sie schon für eine entscheiden. Ich bin ja nicht dabei. Ja, aber ich muss alles durchgucken. Ja, okay, guck. Ja. Siehst du, wir Männer, wir gehen ja mit einer Vorstellung auch zum Kleider kaufen. Das brauche ich. Was für ein Vergleich jetzt. Gut Ding will Weile haben. Cecilia sucht noch das perfekte Muster für ihre persönliche Kachel. Bernd ahnt bereits, das kann noch eine Weile dauern. Die Auswahl an Farben und Motiven ist schließlich gigantisch. Auf dem Riverboat ist Reiseleiter Alex, der Mann für alle Fragen. Hallo. Hallo. Hallo Alex. Mirko, hi. Schön, dass ich dich treffe. Ja, schön. Du, ich habe eine Frage. Mhm. Und zwar, ich kenne mich wirklich noch nicht so gut aus auf dem Duro. Und die Gäste fragen natürlich auch immer viel, auch mich jetzt nach. Dann, ich weiß ungefähr, wie lang die Strecke ist. Ich weiß, dass wir 5 Schleusen durchfahren. Davon genau. Natürlich auch was Spektakuläres, irgendwas mit 36 Metern. Ne? Ja, am schönsten, also am spektakulärsten wird es dann übermorgen, wenn wir Betetosch verlassen am Vormittag. Das müssen wir den Gästen unbedingt sagen. Ja. Da müssen sie früh aufstehen, das lohnt sich. Schreibst dann fahren es, wir nämlich Programm die höchste rein? Schleuse ah, ja. an, perfekt. Die Carapatello, und die ist 36 Meter hoch. Wow. Man muss ja nicht alles wissen, aber man muss immer jemand wissen, der was weiß und wo man dann entsprechend die Antwort einholen kann und kann dann helfen. Eine gute Hilfe für Kreuzfahrtdirektor und Crew-Neuling Mirko. Ich bin im Endeffekt sehr, sehr froh, dass ich mit ihm arbeiten hier darf, weil er kennt sich wirklich gut aus. Er ist schon eine ganze Weile hier und so kann er mich mit Tipps und so weiterem versorgen, was ich dann auch gerne an die Gäste weitergeben kann. In Porto wandeln Jungköchin Steffi und Hotelpraktikantin Alina weiter auf den Spuren der weltberühmten Autorin J.K. Rowling. Aber ganz ohne Magie ist die Orientierung für die eingefleischten Harry Potter-Fans nicht so einfach. Okay, schau her. Also wir sind jetzt hier in diesem Café. Mhm. Also das muss die Fußgängerzone oder so sein. Gehen wir da lang. Und du läufst voraus. Gut gelaunt suchen die beiden eine weitere Inspirationsquelle der Zauberwelt von J.K. Rowling. Einen traditionellen Bürstenmacher, der angeblich den Zauberbesen von Harry Potter hergestellt hat. Ja, da hängen doch schon so ein paar ja, Besen. Ja, sehr gut. Gucken wir mal rein. In einer verwinkelten Gasse werden sie fündig. Schau her. Das ist Nimbus 2000. Und das ist Nimbus 2001. Kannst eine Runde cool. Quidditch spielen. Der Laden von Bürstenmacher Sergio soll nicht nur als Vorlage für den berühmten Rennbesen, sondern auch für die gesamte Winkelgasse gedient haben. Hola, hi. Hello. My name is Stephanie. Sergio. Alina. Hello, Sergio. Oh, wow. We made brushes. All kind of brushes. Die Bürsten sind nicht magisch, aber im hinteren Teil der Werkstatt befindet sich der legendäre Zauberbesen. Aber Muggel, also Menschen, können damit nur eins. So, Alina, jetzt kannst du abfliegen. Ciao. You just can sell the brooms that fly to the real wizards, not the normal people. So, but you can use this also for... Yes, this is for the floor, for exterior. Vielleicht finden die beiden noch einen Zauberstab und bringen den Besen zum Fliegen. In der Winkelgasse ist schließlich alles möglich. Auch Cecilia und Bernd lernen ein altes Handwerk kennen. Die Bemalung von typisch portugiesischen Keramikkacheln, den Azulejos.
Im Atelier der Kunststudentinnen Marisa und Alba bemalen sie ihre ganz individuelle Kachel. Bernd zeigt dabei seine sensible Seite und geht äußerst vorsichtig ans Werk. Not so gentle. Man muss sich Zeit lassen, wie man eine Frau anfasst, Cecilia. Das war ja was Neues. Auch Cecilia bearbeitet die Schablone zunächst sehr vorsichtig. Sie möchte das perfekte Souvenir. Dabei ist das Ehepaar nicht immer einer Meinung. Aber was sich liebt, das neckt sich. Ich fand, ich habe es sanfter gemacht als du. Ja, aber ich bin ja nicht so sanft. Ja, ja. Bis zum 18. Jahrhundert war Blau die dominierende Farbe dieser dekorativen Kunst. Heute ist Portugal der Hauptproduzent von Keramikkacheln. In allen erdenklichen Farben und Mustern. Wie bei Cecilia. Wow. Okay, looks nice. Wow. Ja. Perfect and gelb. Wow, it's beautiful. Yeah, very good job. Yeah, very good job. Auch Bernd kann stolz sein. Ja, das ist das Original. Das ist das Original. Pass auf, nicht das Wachpapier sind. Ach, sehr schön. Okay, gut. Toll, ne? Das erste von 12.000 an dem Haus. Jetzt musst du noch 13.000. Ja, das dauert halt ein bisschen. Ich denke, mein kommt in der Küche. Vielleicht jetzt bin ich mal gespannt. Und dann habe ich überlegt, dass er kommt immer noch, wir gucken mal, vielleicht in unsere Gartenhütte. Ich weiß nicht, oder? Die Farben würden natürlich zu unserem Odenwald passen, ne? Ja, okay. Es wirkt so ein bisschen wie Blätter, wie Herbstlaub und das Grüne dabei. Passt vielleicht so richtig gut im Garten. Okay, wir schauen mal. Ja, okay. Aber schön, dass deins in die Küche kommt. Einträchtig sind Alina und Steffi in der Altstadt von Porto unterwegs. Sie werden gerade von Sergio in die Kunst des Bürstenmachens eingeweiht. Der Erfinder des Zauberwesens benutzt bei den handgemachten Bürsten leider keine Magie. Jedes Stück durchläuft eine aufwendige Prozedur. Are you ready to try? Ja! Alina ist ready! Bis zur fertigen Bürste vergehen viele Arbeitsschritte. Jedes Pferdehaar muss einzeln durch die vorgebohrten Löcher gesteckt und mit Garn festgeknotet werden. So, you take that, yeah? Yeah. You can take for. Also es ist auf jeden Fall kompliziert hier, so die ersten Schritte so von der Bürste her. Da können wir auf jeden Fall noch dann die 40 Jahre hier hocken, denke ich. Nach Alina versucht sich Steffi an der haarigen Angelegenheit. Ihre Devise heißt aber auch eher Schürze statt Bürste. Die talentierte Jungköchin hatte schon als Schulkind kein Händchen für Handarbeit. Handwerksunterricht war auch bei mir nie so. Ich habe immer so lange gebraucht, bis ich das Teil dann mit nach Hause gekriegt habe, weil die anderen schon alle fertig waren. Und dann danke an meine Mama, die das dann meistens zu Ende gemacht hat. So, I think we know why you are the professional. Yeah. And we just leave it here. Trotzdem bekommen beide Damen eine selbstgemachte Bürste als Souvenir. Der kleine Zauberschwindel fällt gar nicht auf. Ja, exactly like we did. Yeah. Yeah. Wir haben jetzt beschlossen, dass es total schön ist, dass wir wissen, wie es funktioniert, aber dass wir jetzt den Damen wieder das Spielfeld überlassen. Ein magischer Ausflug in die Welt der J.K. Rowling geht zu Ende. Great, thank you. Thank you. Thank you and have a nice day. Ja. Bye. Jetzt nehmen wir, den Nimbus und fliegen davon. Es wird ja auch Zeit. Das Riverboat ist bereit zum Ablegen. Nach 2 Tagen Porto geht die Reise auf dem Douro in Kürze los. Aber was alles. Die Reiseleiter Mirko und Alex bilden das Begrüßungskomitee. Hallo. Schön gewesen? Ja? Hat sich das frühe Aufstehen gelohnt? Immer. Sehr schön. Hallo, willkommen an Bord. Hallo. Danke. Willkommen Hallo. Zurück. Ja, aber sowas von. Hallo, willkommen zu Hause. Schön. Sind ja knapp 100 Gäste und dann kennt man nach dem ersten Tag eigentlich schon alle. Und auf dem großen Schiff, das verläuft sich dann doch mehr und da hat man nicht so den Gästekontakt wie hier. Und hier hat man das Sonnendeck, den Salon und man trifft in einer Stunde eigentlich fast alle Gäste, kann mit denen Plausch halten, kann nach Wünschen, Bedürfnissen fragen oder auch mal Problemchen gleich beheben. Vorsichtstufe, ja genau. Hallo. Hallo, kommen Sie rein. Ja. Herzlich willkommen. So, Schlüssel bei der Kollegin und dann haben wir eine Erfrischung für Sie vorbereitet. Hallo, willkommen an Bord. Ich freue mich jetzt, dass es losgeht, all dieweil es ist ja eine Flussfahrt und bis jetzt standen wir ja nur in Porto.
Und ich glaube, das bin ich nicht der Einzige, der sich darauf freut, sondern auch die Gäste. Sie sagen jetzt auch, komm, jetzt langsam muss es losgehen. Ne? 123 Passagiere und 33 Crewmitglieder freuen sich auf die neuntägige Flusskreuzfahrt auf dem Douro. Nach zwei erlebnisreichen Tagen in der Hafenstadt Porto wird es nun auch für Kapitän Dominik Kunz und seine Crew langsam ernst. Aber der erfahrene Elsässer ist gut vorbereitet und hat seine ersten Manöver schon vor Augen. Also wir machen jetzt dann gemütlich los, ja? Und dann machen wir eine Runde um den Movende und dann gehen wir langsam weiter und so kleine Stunde sind wir in der ersten Schleuse Bibetus. Endlich heißt es Leinen los. Besatzung und Passagiere werden auf der etwa 400 Kilometer langen Reise den Douro mit seiner einmaligen Weinlandschaft erleben. Cecilia und Bernd erwarten die Abfahrt an Deck. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Alles gut. Schau mal in die Richtung. In die Richtung. Okay. Bist du sicher? Ja. Während bei Kapitän Dominik Kunz auf der Brücke höchste Konzentration gefordert ist, herrscht bei allen Passagieren an Deck freudige Aufbruchstimmung. So auch bei Alexandra und Alex. Endlich Abfahrt. Oh, 3 Tage haben wir da jetzt drauf gewartet. Ja. Mit einer eleganten Drehung manövriert der Kapitän das Riverboat in Fahrtrichtung. Startschuss für 9 Tage Flusskreuzfahrt im Norden Portugals. Für die Freunde Alexandra und Alex aus München kann nur noch besseres Wetter das Glück vollkommen machen. Ja, es bewegt sich, es geht endlich los. Wir sind richtig, richtig glücklich, dass es jetzt, dass wir jetzt hier einmal gedreht haben und dass es jetzt wir ins hoffentlich bessere Wetter losstarten können. Das wäre super schön. Das Ablegemanöver hat reibungslos funktioniert. Jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit des Kapitäns auf die erste Schleuse. Jetzt sind wir losgefahren. Die nächste Station ist die Schleuse, Kostuma. Und dann geht's weiter. Kapitän und Brücke haben alles im Blick. Langsam verlässt das Riverboat den Ausgangspunkt Porto. Für die erfahrenen Hochseekreuzfahrer Cecilia und Bernd ist der Fluss eine neue Reiseerfahrung. Ging alles sehr schnell. Die Vorbereitung ist natürlich eine ganz andere Nummer. Also wenn wir das von dem großen Kreuzfahrtschiff her kennen, wie lange das dauert, wie lange die Motoren an sind und bis es dann tatsächlich wirklich losgeht, ist das natürlich nochmal eine andere Nummer. Es ist alles gemütlicher, man lernt die Leute schnell kennen, die Leute erkennen einen schnell wieder und von daher ist das alles ein bisschen familiärer. Komplett andere Atmosphäre. Ganz anders. Bei einer Schiffslänge von 75 Metern und einer Breite von knapp 12 Metern ist alles übersichtlicher. Als Neuling an Bord muss man sich trotzdem mit Schiff und Route vertraut machen. Kreuzfahrtdirektor Mirko geht deshalb mit dem Kapitän den Zeitplan durch. Herr Kapitän! Ah, hallo Mirko! Ich möchte gerne den Plan mit dir durchgehen kurz. Wir fahren als erstes nach Bitetosch. Genau. Da kommen wir gegen 17 Uhr an. Ist das okay für dich? Hab ich ja, ja. Mhm. Wir haben Schleuse auf dem Weg dahin? Ja, wir haben Kostuma, ne? Ja, wir haben eine Schleuse, das ist Kostuma. Ja, wann haben wir die? Am 14.30 Uhr. Warte, ich mein Kollege gerade guten Tag sagen. Ne? Ah, na, genau. Also, das habe ich noch nie gehört bei uns. Ja. Also bei uns auf den Flüssen, da ist das ein bisschen gediegener. Ja. Der Douro ist berühmt für seine spektakulären Schleusen. Damit die Passagiere alle Highlights genießen können, müssen sich Kreuzfahrtdirektor und Kapitän genau abstimmen. Es können viele Faktoren kommen, zum Beispiel eine Panne an der Schleuse. Und das, wenn man hinkommt und der Schleusermeister sagt, es ist zu wegen einer Störung. Und dann muss er mich gleich wissen, wie lange das die Panne dauert. Und dann muss ich das gleich sagen dem Kreuzdirektor, dass der das weiter kann leiten an die Gäste. Und deswegen bin ich froh, dass ich so einen guten Kollegen habe, mit dem ich viel sprechen kann. Wir kommunizieren sehr viel und dadurch läuft es im Endeffekt auch wirklich reibungslos. Das muss klappen, denn das Ende geht an den Gast. Und wenn der Gast nicht zufrieden ist, dann kommt er nicht mehr. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Während die Gäste den Beginn ihres Urlaubs genießen, fährt das Riverboat durch das Alto Douro, eines der ältesten Weinbaugebiete und zudem Weltkulturerbe. Für Cecilia und Bernd fehlt nur eine köstliche Kleinigkeit, passend zur Umgebung.
Ich sehe, dass was fehlt. Was fehlt? Dir fehlt ein Glas Wein. Ich weiß, aber so. Du kennst mich ja so gut. Ja, ja. Du kennst mich ja so gut. Das Paar aus Breuberg im Odenwald kennt sich schließlich seit 25 Jahren. Hat schon was. Ja. Bisschen anders als auf dem Meer, gell? Absolut, ist was ganz anderes. Ja, ja. Da könntet ihr auch nicht immer da draußen sitzen. Das ging ja gar nicht. Aber hier gibt es halt immer was zu gucken. Immer was zu gucken. Auch die Häuschen da, wie die Dörfchen so aufgebaut sind, die Häuser, wie sie aussehen. Leute, die da direkt am Fluss wohnen. Hat was. Ist schon schön. Kannst du dir vorstellen, hier zu wohnen? Nee. Wenn du dabei bist, kann ich mir vorstellen, überall zu wohnen. Das, aber du müsstest nur dabei sein. Du müsstest nur dabei sein, dann ist alles gut. Der Polizeikommissar hat schon mal eine Charmoffensive für seine Frau auf Lager. Mittlerweile haben wir ein bisschen mehr Zeit miteinander und füreinander. Dann beide Kinder wohnen nicht mehr zu Hause. Die wohnen sind in Frankfurt. Wir finden halt Zeit dann so abends, geht gerne in der Woche weg. Aber hier tut es jetzt gut, wenn man zwei Tage auf Porto, wir sind viel rumgelaufen und jetzt nur hier so ein bisschen wegdüsen, auf die Liege, Beine hoch. Und das, wir genießen das auch. Wir machen auch das Beste davon, glaube ich. Dabei steht ein Flusshighlight kurz bevor. Die erste Schleuse auf dem Douro ist in Sichtweite. Die Besonderheit von Kresztuma ist die trichterförmige Einfahrt in die Schleusenkammer. Für Kapitän Dominik Kunz eine Herausforderung. Manche Schleusen, die haben eine gerade Wand. Da geht mich dran und lasst so langsam reinschleichen. Aber da nicht, da ist ein Drehstich. Und da muss man sich gut in die Mitte machen. Denn die Schleuse ist 12 Meter breit. Ja, wir sind 11,40 breit. Dann sehen wir, wenn wir 30, 40 cm sind von der Wand, das reicht dann mit der anderen Seite. Es bleibt trotzdem eine enge Angelegenheit für den Kapitän und sein Riverboat. Die Zentimeterarbeit wollen sich Alexandra und Alex auf keinen Fall entgehen lassen. Sie eilen auf das Sonnendeck, um ihre erste Schleusendurchfahrt zu erleben. Auch von der Crew ist jetzt erhöhte Aufmerksamkeit gefordert. Schließlich will man nicht schon bei der ersten Schleuse Schiffbruch erleiden. An Deck zittern Alexandra und Alex förmlich mit. Nee. Also besonders, wenn du hier vorne guckst, es wird dann noch immer enger. Ja. Wow. Habt ihr irgendwie so Luftkissen an der Seite, oder? Das wird eine Millimeterarbeit. Krass. Da kommen sogar die Direktoren höchstpersönlich an Deck und staunen. Vorne aus, als würde es immer noch enger werden. Ja. Und irgendwann ist man dann komplett da drinnen eingesperrt. Das ist echt total spannend. Das ist ganz faszinierend. Ja. Das ist tatsächlich ein Vorgang, den ich noch nie miterlebt habe. Nicht mit einem kleinen Boot und noch nicht, erst recht nicht mit so einem Riesenschiff. Die Schleusenkammer ist 83 Meter lang und damit nur wenige Meter länger als das Schiff. Aber vor allem an den Seiten wird es eng. Ist das Schiff vollständig eingefahren, schließen sich die Tore. Dann wird langsam Wasser in die Kammer gepumpt. Ein spannender Vorgang, auch für Bernd und Cecilia. Ich hoffe, es kommt Wasser. Kommt nicht so jetzt, es kommt von unten. Ich weiß nicht. Alle, vertrauen wir mal auf die Technik. Das ist ja nur das erste Schiff, das hier durchgeschleust wird. Aber das ist das erste Mal, wo ich so eine Schleuse bin. In einer Schleuse bist. Eine Schleuse bist. Genau. Ja. Nee, aber da vertraue ich absolut der Technik. Okay. Da fahren ja Tausende von Schiffen durch und dann wird es auch diesmal klappen. Aber es ist schon faszinierend, muss man sagen. Ne? Guck mal, da oben ist da kommt bis da oben hin kommt das Wasser und in die Höhe werden wir jetzt gebracht. Cool, ja, wie, ne? Wasser? Ja, ist schon cool. Ah ja, sicher. Ja. Ah, ja? Okay. Wie in einem langsamen Fahrstuhl überwindet das Riverboat fast 14 Meter Höhenunterschied. Kapitän Dominik Kunz erinnert sich noch an seine allererste Schleusendurchfahrt. Die verlief nicht so reibungslos wie heute. Ah ja, das ist schon lange her. Ja, dann hat man ein bisschen Angst, da ist dann das Kribbeln. Aber dann ist man ein bisschen nervös. Da schaut man nicht genug nach hinten, zu viel nach vorne. Und dann macht es ein bisschen Badabum und dann mit der Zeit immer weniger. Die Kresztuma-Schleuse ist erst 1986 erbaut worden. Mit einer Höhe von 14 Metern ist sie die niedrigste Schleuse auf dem Douro. Trotzdem ist es für die Passagiere ein erster großer Höhepunkt. Bernds Vertrauen in die Technik und in die Crew hat sich gelohnt. Der Höhenunterschied macht sich auf Deck aber sofort bemerkbar.
Oben ist die Luft gleich rauer. Macht Spaß, ist ein Erlebnis. Ah, cool. Jetzt. Die Stühle. Die Passagiere haben nun einen herrlichen Ausblick auf die Flusslandschaft. An den Hängen des Douro wird seit der römischen Besiedlung Wein angebaut. Hier befindet sich zudem die Wiege des Portweins. Während die Gäste die Fahrt bis Bitetos genießen können, muss Kreuzfahrtdirektor Mirko mit seinem Kollegen Alex die Tagesprogramme und Ausflüge planen. Hallo. Herein. Hallo Alex. Ja, hallo Mirko. Ja, servus. Ja. Ach, das ist dein Büro, ja? Willkommen in meinem Büro, willkommen in meinem Zuhause. Nee, ne? Ja. Das ist ja stark. Aber ich habe das Büro mit der schönsten Aussicht. Definitiv, ja. Ja, schau mal. Ja. Definitiv. Und ich habe es nicht so weit bis auf Arbeit. Also global gesehen ist es schon, sagen wir mal, eine Ein-Mann-Show. Ne? Was du am Hochseebereich hast, da hast du jemanden, der das Tagesprogramm macht. Da hast du jemanden, der sich um die Ausflüge kümmert. Da hast du die Leute, die am Schalter sitzen. Und hier bist du alles in einem. Ne? Und deswegen, also viel Zeit bleibt eigentlich nicht wirklich, oder? Weil aber ein bisschen Zeit hat man ja, schon. Zum Beispiel, wo man dann so Minuten genießen kann, zum Beispiel, wenn man auf Ausflug mitgeht. Man fährt ja auch mal mit, um die Ausflüge zu kontrollieren, dass alles so klappt, wie im Programm steht. Und wenn dann die Reiseleiter gut sind, da kann man dann auch im Bus mal eine halbe Stunde abschalten, die reden lassen und dann kann man auch die Landschaft genießen. Aber man ist ja sowieso die ganze Zeit unterwegs und da das so viel Spaß macht, da denkt man eigentlich auch gar nicht daran. Das stimmt, ja. Auf dem Riverboat ist alles eine Nummer kleiner als auf dem Meer. Aber auch auf dem Fluss selbst ist es ruhiger. Das gibt Kapitän Dominik Kunz die Möglichkeit, Nachwuchs zu schulen. Ein Matrose hat das Steuer übernommen. Der Kapitän behält aber weiterhin das Kommando. Ja, das kommt im Mullantag, ist auch Kapitän wurde werden. Und man lernt nicht alles am letzten Moment. Wir fangen ganz progressiv langsam an. Und dann wird es immer die langsame Strecke, dann immer schwerere Strecke, Manöver und so weiter und so weiter. Dass wenn sie dann mal Kapitän sind, vor dass man sie ganz allein lässt, dass sie schon ein bisschen Erfahrung haben, wie das Schiff gerade halten, für ihn eine Schleuse fahren und mit dem Wind ein bisschen Erfahrung haben und so weiter und so weiter. Jeder Kapitän beginnt als Matrose. Nach 3 Jahren folgt die Ausbildung zum nautischen Offizier. Dann heißt es Erfahrung sammeln. Ich habe angefangen auf dem Rhein zuerst im Kanal zu fahren. Dann im Kanal ist es breit, die Schleuse sind groß und breit. Und dann auf dem Rhein und dann ist es immer schwerer geworden mit der Mosel, mit der Saar, mit dem Neckar. Und immer schwerer und immer schwerer, bis man dann das alleine kann tun. Den ruhigen Streckenabschnitt nutzen Alexandra und Alex für ein Kartenspiel. Die beiden Freunde haben sich auf einer Musicalschule kennengelernt und teilen viele Gemeinsamkeiten. Außer ihren Ehrgeiz. Oh, was machst du für... Denn? Mist, echt, das ist echt jetzt blöd. Das ist okay, saublöd. Scheiße. Das kann ich allerdings auch nicht mehr. Wir machen seit einiger Zeit öfter mal Spieleabende mit möglichst vielen Leuten zusammen. Laden da relativ spontan ein, finden meistens bei Alex statt. Wir spielen meistens irgendwas mit Karten oder irgendwas, was Spaß macht auf jeden Fall. Also nichts, wo man lange nachdenken muss. Ja. Und ich glaube, der Alex ist der ehrgeizigere von uns beiden. Ja, es geht ja hauptsächlich darum, dass Alex gewinnt. Das ist aber der Vorteil, also dass irgendein Alex gewinnt schon. Ob eine oder einer, das ist dann, das ist egal. An der Salonbar sorgt Hotelpraktikantin Alina dafür, dass süße Wünsche in Erfüllung gehen. Die 21-Jährige zeigt bereits vom ersten Tag an vorbildlichen Einsatz. Das findet auch ihre portugiesische Chefin. So, darf ich Sie unterbrechen? Ne? Ja. Mal einmal den Cappuccino. She's doing very well for... Sie ist sehr gut für jemanden, der das erste Mal an Bord ist. Sie macht sich in ihrem neuen Lebensabschnitt wirklich gut. Auch Jungköchin Steffi ist zum ersten Mal auf dem Riverboat. Sie und ihre Kollegen sind auf den Küchenrenner des Tages bestens vorbereitet. Das ist heute der portugiesische Biskuitkuchen. Steffi, habt ihr noch einen Blechkuchen für mich? Warte.
Gäste bei der Teezeit haben jetzt so gut Kaffee und Kuchen getrunken und gegessen. Jetzt brauchen wir noch mal einen. Okay, wir haben gleich einen Fleischkuchen. Super, vielen Dank. Bei den kurzen Wegen auf dem Riverboat lassen sich alle Gästewünsche schnell erfüllen. Für die Neulinge an Bord ein Segen. Nicht mal eine Minute vom Salon ganz schnell runterspringen. Kann man in der Küche kurz fragen, wenn man noch was braucht. Und dann sieht man ja, die Jungs oder eben Steffi machen dann gleich alles möglich, dass ich dann wieder oben die Gäste gut bedienen kann. Das Zusammenspiel zwischen Küche und Service klappt bestens. Bei nur 5 Personen in der Küche und insgesamt 8 im Service ist das Team auf dem Riverboat überschaubar. Küchenchef Eugène kann sich sogar persönlich um den Kuchennachschub kümmern. Unterdessen ist das Riverboat kurz vor dem ersten Etappenziel. Umgeben von den wunderschönen Weinhängen des Alto Douro liegt der kleine Weinort Bitetos im Amtsbezirk Marco de Canaveses. Hier wird das Schiff für die Nacht Station machen. Dominik Kunz und der zweite Kapitän Ricardo Simoisch bereiten sich auf das Anlegemanöver vor. Also wir kommen jetzt gleich an. Wir machen eine Rundung und gehen durch hoch auf die Mauer. Die Rundung, die muss nicht unbedingt sein, die machen wir für die Gäste. Denn schon immer, sind immer dieselben Gäste, wie an Land liegen und die anderen, wie immer am Wasser sind. Dann einmal einer und einmal der andere. Für den machen wir die Rundung. Dieses Prinzip wird auf der Reise immer abwechselnd durchgeführt. Deshalb sorgt der Kapitän mit einer eleganten Drehung dafür, dass nun die andere Seite der Passagierkabinen beim Halt in den Genuss der schönen Flussseite gelangt. Aber jetzt genießen alle an Deck schon mal die Ankunft in Bitetos. Die kleine Pier diente früher als Kai für Portweinboote, die auf dem Douro Weinfässer transportierten. Bereits kurz nach dem Anlegen verlassen Bernd und Cecilia das Schiff. Sie wollen vor dem Abend noch ein sportliches Abenteuer in wilderem Gewässer erleben. Rafting habe ich nie gemacht. Wollte eigentlich immer machen oder probieren. Ich weiß nicht halt wo, wo wir in der Nähe, wo wir wohnen. Aber jetzt ist hier eine Möglichkeit, aber Wetter spielt ja naja so mit. Nass werden sie beim Wildwasserfahren sowieso. Also nichts wie los. Zunächst müssen sie auf die andere Seite des Douro. Bernd ist keineswegs wasserscheu, möchte bei allem Spaß aber auch nicht frieren. Wir machen am meisten die Temperaturen zu schaffen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben Außentemperatur 15, 16 Grad. Und ich befürchte, dass auch das Wasser nicht viel wärmer ist. Von daher ist das, glaube ich, die größte Herausforderung. Und dann du gehst ja fast nicht im Sommer baden. Nein, du genau. Jetzt baden gehen, ungefähr. Meinst du, du bringst mich da runter? Nein, nein, wir gucken mal. Fällt nicht rein oder nein, was ich. Pass auf. Das Rafting findet auf dem Paiva statt, einem Seitenarm des Douro. Am Ufer wartet bereits ihr Rafting-Guide Raphael. Ready to go? Can we go? Ready we to have go. A lot to paddle. Oh. Oh, hello. Hello, my name is Raphael. I'm Cecilia. Bon dia. Bon dia, Raphael. Okay. I speak Portuguese. Ab jetzt müssen sich die mutigen Ausflügler auf Raphael verlassen. Ein letzter Blick auf das friedliche Riverboat. Dann geht es zum Paiva. Und der ist um einiges wilder. Beim Rafting werden Canyons und Wildwasser mit Schlauchbooten befahren. Gott sei Dank in Neoprenanzügen. Das ist die gute Nachricht für Bernd. So for you maybe I gotta give you an extra small maybe. Ja, XS noch mehr als XS, yes. Ja, liebe das. Trotz unterhaltsamer Kostümprobe in Neopren kann Raphael den Deutschen die Nervosität nicht ganz nehmen. Okay. Let me look at you. Oh, you're so nice. Now you have to take a look on the size. This is perfect. So nice. Okay. That's it. Like that. Erstes Mal mit sowas Gummianzug irgendwie. Ich mag ja so enge Klamotten, aber das ist ja komplett was anderes. Ich mache sowas zum ersten Mal. Ich gebe ehrlich zu, dass ich da richtig Respekt davor habe. Wir sind zu dritt. Ich hoffe, dass man ihm trauen kann, dass er das schon öfters gemacht hat. Das wäre schon mal das Wichtigste. Aber ich glaube, das wird eine heftige Geschichte. Wir sehen das Ganze mal positiv jetzt. Ich habe ja die Cecilia dabei, wobei ich im Moment noch nicht weiß, ob das der Vorteil oder der Nachteil ist. Dankeschön. Ja. Wir reden nachher. Aha. Auf dem Riverboat hingegen scheint am Abend alles friedlich. Nur in der Küche herrscht Betrieb.
Jungköchin Steffi ist von den Hochseekreuzfahrten aber deutlich mehr Stress gewohnt. Hier ist alles im Fluss. Hier ist es so, dass quasi diese Menüs für die Reise fertiggestellt sind. Da gibt es einen Plan und wenn die Reise vorbei ist nach 10 Tagen, geht es ja quasi in Porto wieder von neuem los. Der Vorteil ist natürlich hier, man sieht es auch an den Lagern. Man kauft genau das ein, was man braucht. Du hast kaum Verschwendung. Die große Ausnahme im Speiseplan ist dieses Mal der marktfrische Tintenfisch. Er bringt Abwechslung in die Menüfolge. Und auch hier wird nichts verschwendet. Der Pulpo wird im Ganzen so lange gekocht, bis er weich ist. Das kann je nach Größe bis zu 2 Stunden dauern. Aber auch von einer derart großen Krake lässt sich kein Koch aus der Ruhe bringen. Trubel hingegen in der rollenden Umkleidekabine beim Wildwasser-Rafting. Für Cecilia und Bernd wird es langsam eng. Oh, you are too tired, no? Is it normal that you don't can breathe anymore? Almost. Atemnot. Atemlos müssen sie auch noch den Abhang zum Fluss hinunter. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ob es auch wirklich eins wird? Da ist sich Cecilia nicht ganz sicher. Diese Flussfahrt ist eine besondere Herausforderung. Das wird den beiden beim Einstieg in das wackelige Schlauchboot schlagartig bewusst. Ja, ich bin ein bisschen nervös, selbstverständlich. Und ich vertraue jetzt dem Mann hinter mir. 100 vor dir da, I don't know, ich weiß es nicht. You trust me, I trust only you now today. Okay. Unser Leben hängt jetzt an einem Portugiesen, den ich noch nie gesehen habe, der hier irgendwo raftet. Und macht mir ein bisschen Unbehagen. Ich hoffe, dass ich sowohl Cecilia als auch mich da heil runterbringe. Das verspricht ein hinreißendes Abenteuer zu werden. Aber der Stein wird einfach überfahren und die erste Untiefe gemeistert. Jetzt kann die wilde Fahrt losgehen. Überall sind Strudel und Felsbrocken, die den Paiva zu einem schäumenden Wildwasser machen. Von der anfänglichen Unsicherheit der Deutschen ist nichts mehr zu spüren. Cecilia und Bernd stürzen sich mit Begeisterung in jede Welle. 3 Kilometer purer Spaß. Und den sollen heute Abend auch die Passagiere auf dem Riverboat haben. Dafür sorgt Kreuzfahrtdirektor Mirko. Er hat für den ersten Halt auf dem Douro eine typisch portugiesische Folkloregruppe engagiert. Ja, ich bin der Meinung, dass so ein Folkloreabend sehr, sehr wichtig ist, weil es doch mehr über die Region aussagt und auch über die Traditionen. Und dieser heutige Abend, der zeigt auch wirklich, wie die Leute früher mit Handarbeit das alles noch gemacht haben. Und was Musik auch wirklich das Wichtigste dabei immer war. Die richtige Stimmung und den lockeren Hüftschwung haben Cecilia und Bernd schon vor dem Abendprogramm. Wegen Adrenalinüberschuss hat Raphael aus dem Schlauchboot kurzerhand ein Partyboot gemacht. Cecilia und Bernd sind völlig begeistert von der Tour. Thank you. Thank you. Obrigada. You are welcome. Fantastic. Obrigado. Thank you. Good job. Yeah, it was good. No, you make good job. Es war auch so für uns als Paar ein tolles Erlebnis. Wunderbar. Hat uns so gefallen. Und zum Schluss haben wir noch ein bisschen Party gemacht. Als er dann noch Musik gespielt hat mit dem Boot, das uns in Empfang genommen hat, haben wir noch ein bisschen Party gemacht. Von daher haben wir alles abgedeckt heute. Party in der Musik gestanden. Musik. Ja, genau. Adrenalin. Ist ja gut. Auf dem Riverboat empfängt Mirko die Folkloregruppe aus dem Weinort Godim bei Regua. Für das kleine Schiff eine ziemlich große Truppe. Und es werden immer mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Ich weiß gar nicht, mit dem Bus gekommen oder? Das war echt total überraschend. Ich habe zwar gehört, dass ein paar kommen, aber dass es jetzt 25 sind. Ich bin gespannt, wenn die alle zusammen auftreten, dann wird es eng. Die engen Neoprenanzüge haben Cecilia und Bernd gegen schicke Abendgarderobe getauscht. Bernds Adrenalinspiegel ist in Sachen Kultur aber nicht ganz so hoch.
Also wenn wir tatsächlich mal in Musicals gehen, schleppt mich da schon die Cecilia hin, keine Frage. Aber meistens gefällt mir es dann auch, wenn ich es mir angucke. Und jetzt sind wir hier in Portugal unterwegs und da gehört es meiner Meinung nach auch dazu, dass man sich auch mal das Brauchtum, die Trachten, was sie so anhaben, anguckt, dass man so einen kleinen Einblick kriegt. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Jawohl, so ist es. Bringen Sie Stimmung herein, weil die kommt gleich mit Ihnen dazu. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei der Folklore-Gruppe Godim heute Abend. Viel Spaß. Die 25 Tänzer und Musiker sorgen von der ersten Sekunde an für Stimmung. Auch bei Kreuzfahrtdirektor Mirko und Hotelmanager Rudi. Die schwierige Choreografie zur akkordeonähnlichen Musik begeistert auch die tanzerfahrene Alexandra. Meine Hochachtung, die Tänze waren echt teilweise irre anstrengend, irre schnell. Also da kommt man, glaube ich, richtig ins Schwitzen. Die Begeisterung der Portugiesen ist ansteckend. Mirko und einige Passagiere gehen schnell als Folklore-Tänzer durch. Auch Bernd und Cecilia sind schon wieder im Partymodus. Zur Freude der Musical-Fans Alexandra und Alex wird sogar Hotelmanager Rudi zum tanzenden Holländer. Das war irgendwie ein bisschen merkwürdig für mich. Also ich habe mich zuerst nicht so ganz wohl gefühlt, als ich dann gemerkt habe, dass hier die Stimmung immer besser wurde. Dann hatte ich auch meinen Spaß und ich fand es dann zum Schluss auch sehr amüsant. Es war sehr schön tanzt und ich bin sehr jetzt warm geworden. Ich habe mir dann gleich einen ausgesucht, der so meine Konfektionsgröße hat. Und von daher habe ich mich ein bisschen eingekleidet, weil ich finde, es gehört einfach dazu. Ja, sensationell. Wann hast du das letzte Mal so getanzt? Ich habe das letzte Mal so getanzt, wann de Niederländer Weltmeister geworden sind. Dann tanzen wir immer. Ja, ist klar. Habe ich gehört von meinem Großvater. Weil der so oft vorkommt, ja genau. Mit vielen strahlenden Gesichtern bei Crew und Passagieren geht die erste Etappe auf dem Douro zu Ende.